Tja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Channel of the Week. Ich bin wieder Avenger und ja, ich habe jetzt mal keinen neuen Kanal gefunden. Den kenne ich schon sehr, sehr lange. Ich habe diesem Kanal auch sehr, sehr viel zu verdanken und deswegen habe ich diesen ausgesucht. Die Besonderheit an diesem Kanal, die ist eigentlich schon länger. Nur ich war echt unschlüssig, ob ich euch das jetzt schon wieder antun möchte. Aber wie schon gesagt, ohne groß rumzulabern, würde ich mal sagen, Intro ab und danach seht ihr meinen Channel of the Week. Also, haut's euch rein. Was geht ab, YouTube? Wir sind Clash of Trash 31 und wir kommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, heute ist mal... Ja, meine Freunde, es ist niemand geringer als Clash of Trash 31. Ich weiß, ich habe euch schon so oft genervt mit diesem Kanal, aber ich muss ein bisschen ausholen für die, die jetzt ein bisschen neu sind. Ich hatte ja in meinem Abonnenten-Special, glaube ich, habe ich das schon mal erwähnt. Ich habe diesen verdammt viel zu verdanken. Die kamen damals dazu, also zu mir, der Timmy speziell, also ich habe ihn gefunden, okay, bleiben wir dabei, ich habe ihn gefunden und in seinem Video hat er erwähnt, hey Leute, ich brauche unbedingt ein Intro, wenn ihr einen kennt, der einen kennt, euch bitten möchte, und zwar, könnt ihr ja mal schauen und so. Unser Kanal und ja, da habe ich direkt ein Intro rausgehauen oder den zwei, ja, ich wusste gar nicht, dass es zwei sind, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kannte nur den Timmy wegen seinem Clash of Clans Video und da habe ich halt das Intro rausgehauen und habe dann noch ein Kanal-Intro gemacht. Wie schon gesagt, das war auch mega geil und so. Und so hat das dann mit den Fan-Intros angefangen. Da habe ich dann sau viele Abonnenten dazu gekriegt, weil die mich weiterempfiehlt haben und gepusht und haben gesagt, hier, der macht die Intros, der ist richtig geil und so. Und da habe ich dann Banner und Fan-Intros gemacht. Das war dann wirklich die Geburtsstunde der Fan-Intros. Und das hat mir die ersten 100 Abonnenten gebracht. Also wie schon gesagt, diesen Zweien habe ich echt einen Haufen Zeug zu verdanken. Auch dem Nils, ja, auch dich. Ich habe dich nicht vergessen, obwohl ich den Banner für dich ja, ein bisschen weggeschoben hatte, weil ich halt echt so viel mit dem Avenger-Talk und sowas zu tun habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, hast jetzt schon wieder so viel verbockt, haust du mal den Channel of the Week raus und tust sie auf jeden Fall mit rein, die haben es echt verdient. Die haben sich damals getrennt und ja, das Video dazu zeige ich euch jetzt mal ohne mein Gelaber. Neun, unten in der Videobeschreibung drin. Ja. X Pust und NX Shitso. So, willkommen hier zu einem neuen Video, was auch das letzte Video auf dem Kanal sein wird. Wir haben folgende Entscheidung getroffen. Und zwar, dass wir jetzt getrennte Wege gehen werden. Das ist echt kein Spaß oder sowas, das ist echt richtig ernst. Timmy macht jetzt dann auf seinem eigenen Kanal Videos. Ja. Und ich dann halt auf meinem. Das hat folgenden Grund, den kannst du halt erklären. Ja, das hat einfach den Grund, dass wir zu viele Videos und zu viele Ideen einfach auch haben, um das alles auf einen Kanal zu bringen. Ich meine, die Woche hat nur 7 Tage und der Nils macht ja verschiedene Videos. Also der hat ja Black Ops 3 Gameplays macht er, da hat er ja noch Es wird schwitzig, Live Gameplays, Challenges aufgenommen, was weiß ich. Ich mache Clash Royale, also eine komplett andere Richtung, wo man sagen muss, ich weiß nicht, es passt nicht so richtig. Servus Freunde, was geht? Ja, ihr könnt euren entzündeten Augen trauen, es ist endlich mal wieder Zeit für ein Video auf dem Kanal Clash of Trash 31. Ja, dazu gehöre aber nicht nur ich, sondern auch der Nils, den holen wir jetzt einfach mal her mit einem krassen Effekt. Ach du Kacke, Nils, wo kommst du denn jetzt her? Keine Ahnung, du hast geschnitzt und auf einmal war ich da. Auf einmal warst du da. Tja, danach kam dann direkt das Comeback und ich habe es so gefeiert. Leute, ich habe es ja so gefeiert. Ich habe mich schon gewundert, boah, alter X-Puste und NX Shit, so da läuft überhaupt nichts mehr auf den Kanälen. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das kam. Auf einmal habe ich links bei meinen Abonnenten, also bei meinen Abos reingeschaut und da Clash of Trash 31, was ist denn jetzt los? Neues Video, okay. Direkt angeklickt und dann, da kam es dann, das Comeback des Jahres meiner Meinung nach. Ich habe echt überlegt, die zu dem Channel des Jahres zu machen, der übrigens auch noch kommt. Also ich werde dann so ein paar Kanäle mal nominieren für euch und dann könnt ihr auch mal mitentscheiden, wer wirklich der Channel des Jahres ist. Vielleicht machen wir es auch zukünftig so, aber das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall, ich habe das so gefeiert, dass die zwei wieder zusammen sind und wie schon gesagt, das ist das Resultat. Und ja, jetzt
wie schon gesagt, wir machen jetzt mal so ein paar kleine Erklärungen zu den Kanälen, aber jetzt guckt ihr erstmal das Video ein bisschen an. Ich denke, ihr wisst, was wir meinen. Ja, und mir hat auch ein bisschen so die Zusammenarbeit gefehlt. Man war so alleine und das war schon irgendwie ein bisschen blöd. So. Ja, genau, darauf wollte ich eigentlich raus. Ja. Hast du gut jetzt gesagt. Und ich habe mir auch alte Videos von Clash of Trash angeschaut und da hat man die Zeit schon richtig vermisst, finde ich. Also so ging es mir zumindest. Ich habe richtig geweint vor dem PC, deswegen stehen da auch übrigens die ganzen Feuchttücher rum. So, um die zwei jetzt nochmal einzeln speziell hervorzuheben, der Timmy ist eher so ein Typ, der macht so mehr so Vlogs und Infovideos und solche Dinge und Clash Royale halt überwiegend. Richtig strategisch ist er echt auf dem 100%igen Stand und der kennt sich da richtig aus und der macht das richtig gut. Und der Nils ist eher so ein Typ, also der NX Shitzu in dem Fall, der ist eher so ein Typ, der macht so die ganzen Ballerspiele, die richtig harten Dinge. Call of Duty, Black Ops 3 hat angefangen, jetzt hat das Infinite Warfare, hat er jetzt nur angefangen, das Benzin 1 rockt er wie die Sau. Also wenn ich so eine KDs hätte hier auf PC wie auf Konsole, Alter, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon bei der Esel, ohne Scheiß. Also der macht das richtig geil und die Commentaries sind auch richtig fett und er hat auch damals hier so ein paar Bestrafungsvideos gemacht. Wie schon gesagt, schaut bei denen auf jeden Fall mal vorbei, gebt euch diese Videos, die sind richtig geil und ich habe sie damals schon gefeiert, ich feiere sie auch jetzt noch nach einem halben Jahr nach ihrem Comeback, ich verfolge die Videos immer wieder weiter und ich gucke sie mit so viel Spaß und deswegen Leute, absolut verdient mein Channel of the Week. Vielen Dank. Wir werden alle beantworten, wie es uns möglich ist und ja, das war's für das Video, wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch abonnieren. Bis dann, das war's, haut rein und ciao. Tja Leute, das war auch schon wieder mein Channel of the Week und wie schon gesagt, Clash of Trash 31, gibt euch da oben drin, werde ich es nochmal für euch verlinken, diesen Kanal, richtig, richtig nice. Jetzt wäre es halt mal echt eine Überlegung wert, beziehungsweise würde es mich jetzt echt mal fragen, gibt es dann die anderen zwei Kanäle auch noch? Ich werde es euch mal in die Infobox unten mit reinpacken, da könnt ihr auch die einzelnen Kanäle mal mit reinschauen. Vielleicht antworten sie auf dieses Channel of the Week Video, ich werde denen auf jeden Fall schreiben, dass sie es geschafft haben. Und vielleicht können sie da mal Aufschluss geben. Also vielleicht kriegt man das irgendwie hin, dass die uns da mal eine Info geben. Auf jeden Fall Clash of Trash 31, gebt euch den Kanal, richtig, richtig nice. Ja, was gibt's eigentlich noch zu sagen? Ich beende hier mein Video, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Comments, was ihr davon haltet, dass ich demnächst, beim nächsten Channel of the Week vielleicht schon, euch entscheiden lasse, welche Channels ausgewählt werden sollen. Vielleicht habt ihr Kumpels, die richtig geile Videos machen, die halt noch nicht so bekannt sind oder so. Schreibt sie mir einfach mal. Ich werde mir dann so ein paar rauspicken von denen, ich glaube 2 oder 3 Stück. Und dann werde ich dann in den kommenden Videos einfach mal die Kanäle vorstellen vielleicht so. Und dann, ich muss mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht gibt es dann auch erst jede zweite Woche ein Channel of the Week oder the Channel of 2 Weeks, keine Ahnung, müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie wir das regeln. Darum geht's. Ich bin wieder Avenger, wie immer. Wenn ihr mich richtig cool fandet, natürlich wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig krass fandet, dann wieder diesen. Und ich verabschiede mich von euch, bedanke mich nochmals recht herzlich fürs Zuschauen. Ich mache irgendwann echt mal einfach so einen Zähler dahin. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das nächste Mal ist dann Avenger Talk, vielleicht auch ein kleiner Livestream, vielleicht kommt auch ein Gameplay dazwischen. Ich weiß es wirklich nicht, ich habe keine Ahnung, ich muss so viel arbeiten vor Weihnachten jetzt. Da sind die Köche immer ganz gefragt, wenn es dann groß um die Weihnachtsfresserei geht. Und wie schon gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein, bis dahin. Servus, alte Schwede.